Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Und ihr seht schon, wir sind hier heute mit einem Lamborghini Huracan Spider am Start, Leute. Und natürlich auch mit Marvin, was geht? Moin, moin, Freunde, was geht? Leute, heute haben wir es unfassbar krass vor. Lasst jetzt gerne schon mal einen Fan-Daumen oben da, kostenloses Abo, falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt. Und schreibt mal in die Kommentare, findet ihr Lamborghini auch cool? Genau, Freunde, denn wir machen heute eine Wer als letztes den Lamborghini verlässt Challenge. Gewinnt auf jeden Fall 10.000 Euro vom anderen. Wir müssen heute ganz, ganz lange im Lamborghini aushalten. Gib das Geld schon mal direkt her, du kannst einfach nicht gewinnen. Marvin, so einfach ist das nicht. Aber Leute, ich zeige euch erstmal, wie gesagt, noch hier die anderen Autos. Denn wir haben hier mehrere Lamborghinis am Start. Und Leute, wir sind hier übrigens bei More PS in Frankfurt am Start. Also schon mal viele Grüße gehen raus hier an das Team. Vielen, vielen Dank, dass wir auf jeden Fall hier drehen durften. Und natürlich auch den Lambo für die Zeit mieten durften. Sehr, sehr geil. Ich würde sagen, Leute, ihr seht schon, Alter, hier haben wir dann als nächstes mal einen Lamborghini Urus in Gelb, absolut krank. Hier haben wir den nächsten, das ist auf jeden Fall komplett krank, in so schwarz-matt, Leute, ein Huracan Evo müsste das sein, richtig? Genau, sehr, sehr geil. Der hat ja schon so ein bisschen diese modernere Ausstattung noch mit Display. Da kann man dann auch schon ein bisschen zocken, theoretisch, Marvin. Aber wir können das heute nicht. Schau mal jetzt bitte der... Oh mein Gott! Ja. Neongelb, also was ist das für eine Farbe? Ja, so Neongelb würde ich sagen. Ja, sehr, schon sehr echt heftig. Geisteskrank, diese R8. Aber Leute, wenn ihr dachtet, das wäre alles, schaut euch mal hier an. Junge! Oh mein Gott! Junge, einfach mal ein Lamborghini Aventador. Leute, absolut heftig. Okay. Leute, schaut mal. Oh, oh mein Gott. Leute, und ich würde sagen, bevor wir in unseren Lamborghini gehen, wenn ihr auf diesem Video 10.000 Likes schafft, dann machen wir einen Part 2 mit dem Lamborghini Aventador. Wenn ihr das aber wirklich nur schafft. Weil dieser Wagen ist wirklich nochmal krasser und natürlich auch nochmal teurer. Ich würde aber sagen, Leute, wir haben genug gelabert. Wir starten jetzt rein und gehen in den Lamborghini. Marvin, bist du bereit? Ich bin bereit. Leute, und ab dem Moment, wo wir dann gleich drin sind, dürfen wir nicht mehr verlassen, außer wenn einer dann eben aufgibt. Ich würde sagen, let's go. Also Leute, die Challenge beginnt auf jeden Fall. Wir müssen jetzt einsteigen. Der Mitarbeiter hat den Wagen noch kurz rausgefahren. Leute, ihr seht auch ganz hinten, ist hier gerade mein AMG GTR auf jeden Fall reingefahren. Wir haben also quasi Autotausch gemacht. Marvin, ich würde sagen, deine Tür ist schon offen. Ich sag, ich gewinne. Ich werde alles daran setzen. Ey, ich werde gewinnen und mir die 10.000 Euro holen, Leute. Ich habe absolut Bock, jetzt in den Lambo einzusteigen. Let's go, Junge! Okay, jetzt geht's auf jeden Fall richtig ab. Marvin, du bist schon drin. Ja. Deine Zeit beginnt. Der Moment startet auf jeden Fall ab. Genau jetzt! Ey, du hast mein Handy drauf! Ah, lol! Ja, so beginnen die Tricks hier schon. Ja, ja. Marvin will jetzt schon aussteigen. Okay, Leute, die Tür geht zu. Ich würde sagen, wir starten zusammen den Wagen jetzt, oder? Anschnallen, Marvin, ne? Auch im Lamborghini. Der Moment, wir starten den Wagen. Das erste Mal, hier ist der Anschaltknopf. Darf ich drücken? Ja, komm, drück du. Hast du gemacht? Ja. Oh, Junge, was? Geht ab, Junge! Ultra laut. Digga, der ist komplett laut. Also Leute, ich würde sagen, wir starten jetzt los mit dem Lambo. Aber wir müssen natürlich erstmal hier in Drive gehen. Jetzt fahren wir auf jeden Fall, Leute. Oh mein Gott, Bro! So, Bruder, ich habe echt Angst, dass ich irgendwas kaputt mache, ich schwöre, ne? So, Leute, gib mal diesen Ausblick hier. Oh mein Gott, ich verlasse dieses Auto niemals. Ja, ich aber auch nicht, Marvin. Erstmal hier den Raumstiftknopf wieder runter machen. Bruder, dieser Blinker, du musst mal den Blinker zeigen. Ja, ich weiß. Man muss hier blinken, Leute. Der ist wie bei deinem Auto. Oh mein Gott, es geht los! Oh, Junge, was? Digga. Bro! Okay, warte mal, wir sind noch hier auf jeden Fall im leisen Modus. Wir gehen jetzt mal, komm, wir gehen mal direkt Sport, oder? Ja, ja, komm. Oh, jetzt geht's ab. Alter, ist der laut, ey. Junge, oh mein Gott, das ist zu krank, Leute. Ich fahre das erste Mal in meinem Leben Lamborghini gerade. Hier ist 50 übrigens, ne? Was? Junge, Lukas. Junge. Okay, Leute, wir halten es natürlich aber an alle Richtlinien, das ist klar. Erstmal Marvin, ich würde sagen, auch wenn wir jetzt im Lambo sind, Bruder, so langsam... Oh, das Hähnchenladen. Was war da? Da können wir ein Hähnchen bestellen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe ein bisschen Hunger schon, Marvin. Ich weiß, wie es bei dir ist. Ja. Ey, Marvin, was hältst du davon? Ich fahre jetzt zu so einem Bäcker, du steigst einfach mal aus und holst uns ein bisschen Brötchen, oder? Ja, wahrscheinlich. Ne? Und dann ist der Zehner weg. Ich glaube, du hast wohl keine Ahnung. Hätte ja klappen können. Okay, Leute, ich würde sagen, kannst du auch mal ein bisschen nach vorne filmen hier, wohin wir fahren, Marvin? Das ist zu krank, ich schwöre. Leute, schreibt mal, wie ihr den Lamborghini findet von 1 bis 10. Digga, das ist geisteskrank, Digga, das ist zu krank, Leute, ich schwör's euch. Oder das ist eine Tanke, das ist eine Tanke. Lass uns doch einfach da was von machen. Oh mein Gott, da ist eine Tanke. Ja, let's go. Lukas, okay. Komm.
Leute, wir fahren erstmal zur Tankstelle und wir schauen mal, ob wir jemanden finden, der uns hier auf Ehre irgendwas aus der Tankstelle besorgt zu essen. Ja. Okay, warte mal, vielleicht er hier auf Ehre, der ist eh gerade am Tanken, der Kollege. Ja. Hi, sorry. Entschuldigung. Entschuldigung. Kannst du mir einen Gefallen tun? Wenn ich den Zehner gebe, kannst du mir zwei Brötchen mitbringen? Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, wir haben jemanden gefunden, der uns hier Brötchen bringt aus der Tankstelle. Mega, mega nice. Ich würde sagen, komm, wir machen einfach mal, ja komm, 15, oder? Ja, okay. Sagen wir, stimmt so auf jeden Fall. Okay, Leute, er kommt auf jeden Fall gerade mit dem Brötchen zurück. Du bist ein absoluter Ehrenmann. So. Nee, auf keinen Fall. Doch, doch, stimmt nein, so. Nein, warte nicht. Doch, nimm. Doch, doch, wirklich. Mach ruhig so Quatsch. Ja, nee, als Dankeschön. Danke. Okay, Leute, 15 Euro einmal bezahlt für zwei Brötchen. Absoluter Ehrenmann. Leute, wir aktivieren jetzt mal den Rückwärtsgang. Kannst du ja auch mal zeigen hier. Dann hat man hier die Rückfahrkamera. Aha. Oh, oha. Die ist aber Toasterauflösung, ne? Also, da muss ich sagen, da ist meine krasser im AMG. Okay, Marvin. Let's go! Let's go! Yeah. Komm, wir stellen uns mal einfach kurz hier an den Rand hier, Marvin, ne? Ich guck erstmal nicht hin. Welches haben wir? 3, 2, 1! Oh, die ganz Standard Basic-Brötchen. Aber es ist echt ein super netter Cheers. Kollege. Cheers einmal. Das ist eigentlich ein Verbrechen, oder? Mhm. Marvin, ich sag dir ehrlich. Ja. Ich hab da jetzt eine ganz gute Idee, weil dein Magen ist ja jetzt ziemlich voll, ne? Ja. Aber fahr jetzt mal ein bisschen langsamer bitte, okay? Ja, Marvin, ich werde vielleicht auf die Autobahn mal fahren und richtig Gas geben, dass es dir schlecht wird, ne? Hä? Ja, ich will doch, dass du ein Lambo verlässt, Bro. Lukas, was unter? Du weißt, ich kann da sowas nicht ab. Also Leute, es gibt hier einen Knopf, der ist relativ unscheinbar, zeig dir mal. Und zwar hier. Und dann können wir auf jeden Fall das Dach zufahren. Ja, muss gut sein. Junge! Oh mein Gott! Let's go! Es geht los, Alter! Junge Lukas. Oh! Oh! Alter, Bro! Oh, schau mal nach hinten! Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist kompletter Transformers, dieser Wagen. Leute, dieser Wagen fährt, falls ihr es wissen wollt, über 300 km/h. Aber das fahren wir jetzt nicht, oder? Ja, Marvin, also ne, wenn Geschwindigkeit keine Begrenzung hat auf der Autobahn, dann fahren wir jetzt 300, ne? Oh! Alter, war der laut! Endlevel, Bro! Oh, Bruder! Oh mein Gott! Mach mal vorsichtiger, ich hab Angst! Und Leute, mich würde es mal sehr interessieren, was glaubt ihr, wie viel haben wir für diesen Wagen bezahlt? Wir sind ja heute wahrscheinlich knapp 24 Stunden in diesem Auto, würde ich mal schätzen. Was glaubt ihr, was wir dafür bezahlt haben? Würde mich mal sehr interessieren, schreibt es alle in die Kommentare. Okay, Marvin. Oh, Lukas, da vorne ist doch ein Schild. Ich glaube, da kommt das Schild, Leute, was uns erlaubt, so schnell zu fahren, wie wir wollen. Marvin, bist du bereit? 3, 2, 1. Junge, WTF, Bro, das ist sau schnell. Ja, kommt noch eine Kurve, aber danach. Mir ist echt schlecht langsam. Ist dir schlecht? Ja. Schlimmer ein bisschen, Lukas. Das wird jetzt noch schlimmer, Marvin. Nee, hör mal auf. Oh, das wird jetzt noch schlimmer. Oh. Digga! Ah! 200! Oh! Alter, das ist ein Auto vor uns auf der Überholspur. Das gibt's doch nicht, ey. Ja, was kommt denn da? Der soll mal Platz machen. Hier kommt ein Lamborghini. Nein! Der fährt 100 km/h hier. Was ist mit ihm? Ja, was ist los? Okay, Leute, wir waren eben 290 km/h. Marvin, wie war es, sag ehrlich? Oh. Ist dir schlecht? Ja, total. Wir müssen mal irgendwie ranhalten oder so. Ich weiß nicht. Marvin, du hast auch eine Tüte, ne, wenn du brauchst? Ja. Okay. Oh. Ich glaube, wir sind von der Autobahn wieder runter irgendwie oder so. Okay, ja. Leute, ich würde sagen, ich kann noch einen letzten gebe ich dir noch, Marvin. Oh nee. Noch einen letzten gebe ich dir noch. Ja, komm, Marvin, ich will gewinnen. Was denkst du denn? Ich will gewinnen hier. Oh, ich glaube, ich muss aufstoßen. Okay, Marvin. Und einmal Vollgas! Oh! Oh! Hallo! Alter, du schallert einen so in den Sitz rein! Junge! Bruder! Alter, Junge! Ey, Marvin, selbst mir ist schon jetzt ein bisschen schlecht. Ey, du bist geisteskrank. Okay, Leute, ich würde sagen, oh, guck mal, da hinten, oh, ja, da haben wir eine Tankstelle. Okay, einmal Rastplatz, ja. Marvin, ich würde auf jeden Fall sagen, mir geht's gerade ziemlich gut. Wie geht's dir, sag ehrlich? Ich kotze gleich, ey. Digga. Okay, Leute, wir müssen zum Glück noch nicht tanken, aber Marvin. Ja. Ey, oh mein Gott, das wäre übel korrekt, Marvin. Ja. Kannst du vielleicht einfach kurz aussteigen und mir was zu trinken holen? Ja, wir können ein Eis gebrauchen oder so, ne? Ja, so ein Eis. Wenn wir den fragen, wer uns eins holt.
Ja, komm, fragen wir ihn mal. Halt mal kurz. Komm mal ein bisschen weiter ran. Entschuldigung, kannst du mal kommen kurz? Wir drehen gerade so ein Video. Wir dürfen so 24 Stunden das Auto nicht verlassen. Kannst du uns vielleicht so zwei von den Eis holen? Wir würden, auch ein bisschen, wir würden dir auf jeden Fall auch ein bisschen Geld dafür geben, also dass du noch mehr hast. Von diesem Frozen Yellow, also das da, was da die beiden Eis, die abgebildet sind. Dieses Fanta Frozen. Also auf jeden Fall vielen Dank. Wie findest du unser Auto? Ja, ist schön, ja. Danke. Ey Leute, und in der Zeit, wo er auf jeden Fall weg ist, wir zeigen euch nochmal hier ein bisschen das Auto. Also man hat hier echt geisteskrank viele Knöpfe, wie in so einem Jet, Alter. Darf man auch so rot drücken? Ey, nein, den roten Knopf nicht, Marvin. Warum? Rot ist doch schon... Ey, nein, drück nicht! Und guck mal Leute, wenn man das Auto starten will, das ist zu krank, hier gibt es einfach so einen Knopf und dann muss man Start drücken, das ist zu heftig. Geil. Kannst du, guck mal, wir stehen ja hier gerade so cool, ne? Ja. Kannst du mal den Sound hören? Ja, wir können mal ein bisschen Soundcheck machen, Leute. Ja. Ich würde sagen, dafür gehen wir einmal neutral. Sagen, let's go, Leute. Wollt ihr mal hören? Mach mal. Willst du mal? Ja, ja, voll. Oh, Alter, das ist krank laut. Ey, Junge! Das ist zu krank, Bro. Ich würde sagen, willst du mal testen gleich mit ohne Dach auf der Autobahn, oder? Oh. Also, ich weiß nicht, vielleicht kriegst du dann ein bisschen Kopfweh. Ich glaube, ich habe auch mitbekommen, deine Ohren sind noch ein bisschen entzündet. Ja. Leute. Ich würde sagen, so ein bisschen Wind, ne? Das kann nicht schaden, Marvin. Ich würde sagen, wir gehen mal hier in den Knopf und dann machen wir einmal wieder das Dach auf. Okay, Leute, Transformers Action startet auf jeden Fall. Das Dach fährt auf. Junge, was? Geisteskrank. Ey, das ist zu heftig, ne? Ey, das ist so ein krasses Video, Leute. 1 Million Trilliarden Likes auf dieses Video. Ja, ohne Witz, Leute. Also wir haben auf jeden Fall wieder unsere Cabrio-Position erreicht. Oh, Leute, da kommt unser Eis. Let's go. Oh, du bist der Beste. Vielen Dank dir, gell? Dankeschön. Sehr korrekt, Mann. Genau. Die 10 bekommst du dann, ne? Ja, die... Nee, doch, hier, nimm ruhig. Doch, doch, gerne. Gar kein Problem. Leute, auf jeden Fall, ich würde sagen... Ey, das Eis, guck mal, Alter, hier. Junge, guck mal, das sieht total krank aus. So ein blaues Fanta-Eis. So kalt. Ey, das ist mega heftig. Und ey, es gibt hier keine Getränkehalter, ne, Marvin? Im Lambo gibt es keine Getränkehalter. Ey, Marvin, ich sag mal so, ich muss fahren, ne? Am besten nee, stellst du auf deine Beine. Ja! Lukas, was die Beine schon? Aber die muss irgendwo ein Getränkehalter sein. Nein, hier gibt's keinen. Wie, das Auto hat keinen Getränkehalter? Marvin, das ist ein Lamborghini, der hat keinen Getränkehalter. Und wir machen, ihr seht jetzt auch, wenn man das Auto ausschaltet, wie das aussieht. Schau mal, zeig mal kurz. Also, einmal, zack. Und Auto ist aus. Ein Traum. Ich würde sagen, Alter, jetzt probiere ich mal das blaue Fanta Frozen Eis. Ich habe richtig Bock. Let's go. Ich sage, ich finde es nicht so nice. Ah, es ist so geisteskrank schlimm. Oh, mein Kopf. Ich habe Hirnfrost. Oh. Nein, du bist auch fertig. Komplett Hirnfrost. Ich war vor dir. Nein, ich war vor dir fertig. Digga, okay, oh mein Gott. Unentschieden. Ja, okay, unentschieden. Leute, ich würde sagen, als nächstes geht's zu McDonald's im Drive-In, oder? Hier mit dem Lambo. Gute Idee. Ey, Leute, Mann. Boah, Alter, Lukas, ist so laut. Junge, mit dem Alter, Wind. Der brüllt richtig, ne? Und Marvin, tut deine Ohren schon weh? Ja, nee, noch nicht. Okay, Marvin, dann... Wir müssen rechts in 800 Meter. Okay. Aber jetzt Kinder mal hier. Oh! Ja, dieser Wind oben, ich schwöre. Ich muss mich richtig ducken, Alter. Rechts hier? Ja. Oh mein Gott, Bro. Boah, Leute, ey, Lukas, jetzt hör mal auf. Alter. Oh mein Gott. Digga, es ist so schlimm. Du bist so ein Arsch. Ey, Junge, schlag mir nicht auf meinen Arm. Ich wäre fast hier in die Seite reingefahren. Mann, meine Ohren. Ich glaube, ich blute oder so aus dem Ohr. Oh! Wir müssen hier links. Okay. Das ist auf jeden Fall, das ist Endlevel. So schlecht. Ey, Marvin, ich sag dir ehrlich, Ohrenschmerzen des Todes. Hirnfrost, schlecht und Ohren tun weh, oder? Ja. Also Leute, wir sind auf jeden Fall jetzt ein paar Stunden schon im Lambo. Wir haben schon ein bisschen Sprit verfahren, auf jeden Fall. Oh. Ich würde sagen, ey, ich muss schon sagen, so langsam, so langsam ist schon hart, aber wir gehen jetzt erstmal Maggis, ne? Erstmal Drive-In. Okay. Oh mein Gott! Yeah. Ich ducke mich, Leute! Oh, Lukas, du bist so schlecht! Komm, fahr noch einmal 300 mit Cabrio auf! Ja, mit Cabrio, ne? Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! So, Lukas, bevor wir jetzt nach McDonald's fahren, wir fahren jetzt erstmal ins Parkhaus. Du hast mich genug gequält. Mal gucken, ob du den Lambo kaputt machst. Du machst die Felgen noch vom Lambo kaputt. Ey, nein, Digga, das Parkhaus ist immer richtig eng. Da kann man nicht mit Lambo reinfahren. Ja, da fährst du jetzt rein ins Parkhaus. Junge, was? Oh mein Gott, fahr mal hier rechts oder so lang.
Ja, okay. Marvin, ich schaff das, ich schaff das. Oh mein Gott, Marvin, da hinten ist so ein richtig fettes Parkhaus. Siehst du das? Oh mein Gott, Leute, was? Da hinten. Oh mein Gott, Leute, was für ein Parkhaus. Bro, no way, da kannst du nicht hochfahren. Das ist zu krass, glaube ich, für dich. Okay. So, Lukas, du musst jetzt nicht da oben reinfahren, denn ich war schon nicht. Du fährst erstmal da rein, weil da oben müssen wir jetzt hin. Oh mein Gott, okay. Da kann man einfach reinfahren. Da ins Parkhaus. Oh mein Gott, das ist so ein enges Parkhaus. Nein, Marvin. Oh mein Gott, ich will nicht den Lambo kaputt machen. Ich will nicht den Lambo kaputt machen, Junge. Oh mein Gott. So, und weißt du, was du auch gleich machen musst? Was? Du musst mal, wenn du hochfährst, ein bisschen Sound machen. Wenn du es nicht... Du hast auch Aufgaben gestellt. Jetzt bin ich dran. Ja, okay, Marvin. Oh, du hast Marvin. Glück, wir kommen nicht rein, weil heute Sonntag ist. Ah, es hat geschlossen, schau mal. Es hat geschlossen, ja. Mann. Haha, okay, let's go. Ich würde sagen, Marvin, ne? Es tut mir sehr leid, dass ich dich jetzt enttäuschen muss. Aber das Parkhaus hat leider geschlossen, ne? Ja, das kriegst du zurück. Wir fahren jetzt einmal hier rückwärts raus. Oder man sieht echt nichts in dieser Kamera, ich sag's ehrlich, ne? Oh, pass auf, Vorsicht! Ah! Oh mein Gott, nein. Ich bin dagegen gefahren, oder? Digga, was hast du gemacht? Das Geräusch hat nicht gehört. Was machen wir jetzt? Bruder! Ey, was machen wir jetzt? Digga, was mache ich jetzt? Ey, ich habe übelst Angst, Mann. Das kostet safe übelst viel, so eine Felge. Ja, wirst du sehen, Lukas. Aber ich verlasse trotzdem nicht den Lambo, ich zieh durch. Ja, okay, dann mach weiter. Digga, bist du doof, ey. Junge. Maximal lost, der Junge. Oh, Mann. Also, ich würde sagen, wir können uns ja jetzt, hat ja nicht geklappt, mit dem Parkhaus Richtung Mac Drive bewegen, ne? Nee, auf gar keinen Fall. Stopp, stopp, bleib mal stehen. Hä? Stehen bleib, mach mal direkt hier. Aus, mach mal stopp. Junge, ich kann jetzt nicht auf der Straße stehen bleiben. Komm. Bleib stehen. Ja, okay, Marvin, warte, ich fahre hier rechts ran. Sofort. Ja, was so, ist? So, und jetzt machst du erstmal das Dach wieder hoch und wir machen mal erstmal Dach hoch. Dach hoch? Ja, Dach hoch. Okay, ja, Leute, da muss man natürlich hier wieder einmal diesen Knopf drücken. Oh mein Gott, ey, ich finde das auch noch zu krank, oder? Ja, das ist geisteskrank. Ey, das ist zu heftig, Leute. Schaut euch das an. Boah, der hat einfach ein Dach bei mir aufgesetzt. So, ja. So, Lukas, wenn das hier hochfährt, sag mal. Ja, was ist jetzt? Skala 1 bis 10, wie kalt ist dir? Ich finde es gerade angenehm, Klimaanlage. Ne? Draußen ist halt, Leute, draußen ist es halt heute über 30 Grad ungefähr. Draußen über 30 Grad? Ja. Okay, dann wollen wir mal ein bisschen die Knöpfe testen. Ey, was machst du? Erstmal schön anmachen, ne? Ja. Ja, wo mache ich jetzt? Warte mal. Erstmal die Popo-Heizung bei dir an. Ey, warte mal, was für Heizung? Und jetzt, ey, nein! Let's go! Nein! Oh, volle Pulle. Ey, Bro! Oh mein Gott, hier kommt richtig, Alter, hier kommt richtig heiße Luft. Ey, nein, warte mal kurz. Ey, ich will hier keine Sauna drin machen. Ja, das machen wir jetzt, Leute. Es nein. ist volle Pulle. Hier, guck mal, das ist... Oh mein Gott, mir ist so heiß, ich schwitze, Bro. Oh mein Gott. Ey, Alter, das ist viel zu heiß hier drin. Ja. Ey, Alter, Junge, ich geh nicht raus. Also, ich weiß nicht, warum du das versuchst, aber ich geh nicht raus. Heizung bleibt an, volle Pulle, Sitzheizung, alles an. So. Ey, Junge, Marvin, was hältst du davon? Ey! Du hast ja auch mit mir angemacht, die Sitzheizung. Ja, hab ich jetzt auch bei dir angemacht. Schön warm, ne? Ja, danke. Ja, ich gehe nicht raus. Ja, gut, dann fahren wir jetzt erstmal so zu McDonald's. Ja, let's go. Okay. So, Leute, schaut einfach mal. Alter, Junge. Digga, was ein Monster. Also, Leute, wir sind jetzt ganz kurz vor McDonald's und Bro, ich schwitze. Ich fühle mich gerade auch ehrlich gar so heiß. Mir ist richtig schwindelig. Ich habe so ein bisschen Kreislaufprobleme. Aber ich habe auch Hunger. Hast du auch Hunger eigentlich? Ja, lass mir was zu essen holen. Ja, okay. Okay, Leute, jetzt geht's auf jeden Fall los. Ja, gibt dir jeder Vorfahrt. So, einmal, zack, und dann fahren wir in den Magus Drive in. Hey, Bro, wie soll man da denn rein? Das geht nicht. Doch, das geht. Oh mein Gott, okay. Lukas, du bist ein richtig guter Autofahrer. Ja, danke. Marvin, mir ist richtig heiß gerade, ich habe richtig Probleme, aber... Ich auch, Digga, ich krieg schon Husten. Oh, die Kurve wird hart, sage ich dir. Die Kurve wird hart. Leute, macht das niemals nach. In einem Lamborghini fährt man nicht in den McDrive, das macht man nicht, das geht nicht, Leute, weil der Lambo ist viel breiter als normale Autos und ihr seht diese Bordsteine rechts und links, diese Bordsteine links und rechts sind richtig eng, da kann man mit der Lamborghini-Felge dann dran kommen, ja. Dann ist die kaputt. Wir haben ja eben schon gesehen, eben schon kaputt gemacht, eine Felge gefühlt, Digga, das müssen wir echt gleich nochmal gucken, dann, wenn einer von uns aufgegeben hat. Lukas, die Polizei kommt schon wegen dir. Ja, Junge, ey, bitte nicht. Hallo. Also ich würde das nehmen, was die Person vor uns bestellt hat hier im Drive-In. Okay, fahren Sie vorne. Okay. Ey, Lukas, no joke. Die haben 4 Tüten gekriegt. Ja, ey, Leute, ich habe fast 40 Euro bezahlt, Bro, für eine Magus-Bestellung. Mega. Ey, das war's wirklich komplett. Aber wir fahren Lambo.
Ja, das stimmt. Ey, lass mal an die direkt was verschenken hier, oder? Ja, an der Seite. Wollt ihr was geschenkt haben von unserer Bestellung? Wir schenken heute Eis. Wollt ihr irgendwas? Eis, Cheeseburger, irgendwas? Ja. Oh mein Gott. Okay, erstmal drei Fanta, Marvin. Digga, wo? Hin? Ja, auf deinen Schoß erstmal, ne, Marvin? Oh. Nicht umkippen, hallo? Das ist ja Lambo hier, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott, da kommen drei McFlurries. Digga. Alter, was hast du denn alles bestellt? Lol. Junge, das sind drei McFlurries, Bro. Junge. Alles Shirin David, okay. Sorry. Hi. Wollt ihr paar Sachen geschenkt haben? Wir haben eine viel zu große Bestellung. Die ist gerade eh hier. Also, wenn ihr wollt, ihr könnt Eis haben. Ja. Nehmt euch gerne ruhig. Dankeschön. Genau. Und wollt ihr auch Fanta? Nein, alles klar. Kein Fanta? Burger, Nuggets, irgendwas? Fanta? Okay, passt. Dankeschön. Gerne, gell? Okay, Leute. Erstmal noch hier ein paar Girls beschenkt. Nice. Ja. Ah ja, super. Dankeschön. Oh Ciao. Mein Gott, Lukas. Okay, Alter. Ich glaube, sie hat doch Bock. Ja, weil eure Gesichter sieht man nicht. Achso, nein, alles gut. Auf welchem Kanal filmt ihr das? Lukas BS. Aber wollt ihr noch? Also wir haben hier noch richtig viel. Safe? Alles gut. Alles gut. Ja, gerne, ne? Marvin, ey. Warum kann man das mal in die Mitte stellen oder so? Hier. Junge, ja, das ist okay. Fahr mal zum Parkplatz, lass mal jetzt mal essen. Ja, ja. Hier hast du eine Packung Pommes. Kein Ding, gerne. Ja, gerne, gell? Danke dir auch. Danke dir auch, gell? Ciao, ciao. So, Leute, jetzt wird gegessen. Genau, jetzt wird erstmal ein bisschen gefoodet hier, ne? Okay, Leute, mal schauen, was die hier hatten. Oh, hier. 6er Chicken Nuggets, sehr geil. Kann man sich mal hier gönnen, ne? Ich esse Pommes. Okay, ich gönne mir hier mal ein paar Nuggets. Ja. Ey, Leute. Ey, Bro, wir haben gerade fertig gegessen. Und ey, ich fühle mich gar nicht gut, Leute. Diese Heizung läuft immer noch. Wir haben hier in diesem Auto... Digga, oh mein Gott, hier steht's. Ja, wir haben 36 Grad haben wir in diesem Auto. Oh mein Gott. Bro. Ey Leute, ich muss kurz rechts ranfahren, mir geht's nicht gut. Mir ist richtig schwindelig, echt, Alter. Echt, oder was? Ja, mir ist richtig schwindelig. Scheiße. Ich glaube, ich muss gleich abbrechen. Oh, dann gib mir ich das Geld. Boah, ich kann kaum noch diesen Lambo gerade fahren, Leute. Ey, ich mach die Hand, du musst die Hand dran machen. Oder ich habe keine Kraft mehr, ich schwöre. Scheiße, Lukas. Junge, mir ist so heiß. Ich muss jetzt hier rechts ranfahren. Kann ich hier rechts ranfahren, Marvin? Nein, Digga, hier kannst du nicht rechts ranfahren. Fahr noch ein bisschen weiter. Junge, ich muss hier aber. Ich du kannst muss gleich aber rechts ranfahren. Chill mal ein bisschen. Chill. Oh, Alter, fahr mal ein bisschen langsamer, du fährst viel zu schnell. Ich muss raus, Alter. Ich muss raus. Was ist denn? Brauchst du mal ein bisschen Luft oder was? Alter. Junge. Ey, Lukas. Scheiße, was machst du denn? Hallo, ey. Oh, Leute, dem geht's gar nicht gut. Ich muss ihnen helfen, schnell. Scheiße, schnell hinter. Lukas. Alles gut bei dir, hallo. Lukas. Hallo. Ey, Marvin, du bist gerade aus dem Wagen gestiegen. Ja. Ne? Du bist... Guck mal, meine Beine sind noch drin. Ich hab dich geprankt, Junge. Ich hab gewonnen. 10.000 Euro, Junge.